wieder euer Drach. Nicht scheiße, falscher Kanal. Euer Max. Ich hocke jetzt gerade in meinem Bus. Ne, ihr seht ja. Ne? Ihr fragt euch sicherlich, ob er TÜV gekriegt hat oder nicht. Und diese Frage werde ich jetzt beantworten. Und mache ich aber erst gleich, weil ich jetzt mal nicht mal einen Platz habe zu stehen. Ich fahre jetzt gerade zur Werkstatt. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es nicht geschafft hat. Aber welcher Große, der es nicht geschafft hat, ist schon hardcore. Naja, sehen wir gleich. Ich erkläre euch gleich, wenn ich dann mal irgendwie so einen Punkt habe, wo ich keine Nebengeräusche habe und keine störenden Effekte hier. Und das ist ganz gut. Ich bin vom Fahren her ganz zufrieden damit. Aber trotzdem sehr interessant. Gut, bis gleich. Dieses Video entsteht, bevor ich die Kommentare zum Bulli-Speisen-Video gesehen habe. Deswegen hier kann ich darauf noch nicht eingehen. Ne? Es geht nur um die pure TÜV-Begehung und nicht in die Wartung des Fahrzeugs. Übrigens, Schaltgestänge habe ich einen Fehler gefunden. Ich glaube, den kriege ich mir unter die Scheibe wieder hin, den ganzen Kollegen. So, Bulli steht hier, läuft. Ich bin gerade auf dem Weg zur Halle. Ich war jetzt gerade eben bei mir in der Firma. Habe mich mal eben unterm Bulli geschmissen, weil da haben die so eine Grube. Ich habe sowas halt nicht, sowas Feines. Hab mal eben kurz das Auto angeguckt von unten. Ja, hab befunden, er hat noch ein bisschen zu viel Rost. Ja, woher weiß ich das? Wieso fahre ich nochmal auf die Grube? Ja, folgende Story. Der Wagen, der war beim TÜV gewesen, aber der Vorort, nachdem er hochgefahren ist, dann fand er aber dabei, TÜV wurde gleich abgebrochen, weil da war noch zu viel dran. Wir haben noch ein paar Ortsstellen, die habe ich nicht gesehen, wie ich untergelegt habe. Die habe ich gerade eben erst gesehen. Also wir haben Folgendes, eben vor euch noch. Wenn ihr sehen kann, ich zeige euch ein paar Ausschnitte, eventuell, ich weiß nicht, ob die passen, weil ich wollte ja nicht von meiner Firma filmen, das ist halt nichts. Ne? Wenn ich halt eben nur den Wagen sehen kann, filme ich das, wenn nicht, ne? Seht ihr gleich. Ja, wo haben wir Rost? Wir haben Einstiegsblech, hier in der Durchrostung, irgendwo war die. Ich weiß nicht, wo hier ist auf jeden Fall Rost, aber das Blech ist hier noch relativ kernig. Da hinten, da kannst du rausgucken. Da ist Rost, ist durch Rostung. Dann haben wir hier am Schwelleanfall das Loch, habe ich vorhin gesehen. Dann haben wir das Heckblech, das ist komplett kaputt. Also da sind drei riesen Löcher drin, da muss ein langes Blech langgezogen werden. Das muss ich noch machen. Wie gesagt, der Witz daran ist, das ist da gar nicht aufgefallen bei der Nummer. Aber gut, ich mache es trotzdem, weil ich habe es gesehen. Ne? Und weil ich gesehen habe, mache ich. Radkästen sollen alle durch sein, sehen aber alle sehr gut aus, da ist nichts durch am Radkasten. Wenn ich gesehen habe, Stoßstange ist locker, die muss man noch festmachen, irgendwie vorne. Habe ich nicht selber nicht gemerkt. Dann ist der hier vorne an der Ecke, hier hinter, Sie können das sehen. Da ist ein Loch, seht ihr das Riesenloch? Habe ich auch nicht gesehen. Ja, da muss ich auch bei. Da kann auch ein Blech drauf. Und dann ist da, wenn ihr noch aus dem Schweißen-Video gemacht haben, habe ich das Magneten hier so lange gehalten, noch Spaß, so am Auto so. Ich dachte, guck mal, da Spachtel. Und dann habe ich noch hier Spachtel hingehalten und dann ist das da rausgefallen. Ja, einmal reingedrückt, deswegen ist das so. Das heißt, immer noch ein Blech hier rum. Also noch viel Arbeit, aber weniger Arbeit wie gedacht. Der Wagen ist definitiv kein Totalschaden. Technisch ist der okay. Ne? Das ist schon mal in Ordnung. Aber nur mal eben dazu, wie gesagt, wir haben die Prüfung extra abgebrochen, einmal fährt, untergeguckt, hat gesagt, hat ein paar Stellen gesehen, das wird nichts. Hab gesagt, komm alle, hau da wieder ab, das bringt dir eh nichts. Ja, das hier nochmal dahinter. Und das hier Arbeit. Ich will dann mal gucken, ob ich mit der Unterlegscheibe eventuell das hier Steigungsdinger wieder heile kriege, weil das hat mir nur so ein Höhenspiel. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Ja, aber ich bin fair zu euch, ich bin gerade zu euch, ich sag euch, was los ist mit dem Auto. Und jetzt genau hier, hat auch das Loch im Auspuff. Kein großes Mini, mit meinem Kumpel, den kriegen wir das auch noch gebraten, aber ich glaube, das ist auch noch irgendwie was gewesen. Ja, so für den Bulli. Mehr hat der eigentlich nicht. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall mehr wie gar nichts. Ich habe jetzt 2 Tage Zeit. Am Freitag fahre ich hin und dann will ich eine Plakette haben, hoffentlich. Aber heißt für uns, wir haben jetzt 15 Uhr oder sowas. Und ich muss jetzt hier zur Werkstatt. Ich muss den Wagen auch ein bisschen bewegen, weil die Abgaswerte ein bisschen hochfahren von dem Auto. Der muss ein bisschen laufen.
Ja, wie gesagt, Vorteil ist, ich konnte gerade da unten gucken, halt mit der richtigen Beleuchtung von unten, so wie es sein muss. Und nicht so eine Scheiße, weil Suppenschüsselgetriebe ist echt fummelig, ne? Das konnte ich halt vorher nicht, das könnte ich jetzt machen. Jetzt habe ich auf jeden Fall alles gesehen, was an dem Wagen böse ist. Und ja, danach können wir jetzt halt handeln. Hier ist auch ein bisschen Arbeit, aber es ist auf jeden Fall kein Schrott. Also der Bulli, substanztechnisch, ist ja gar nicht mal so übel. Ne? Der wurde schlechter gemacht, wie er eigentlich war. Verdammt, meinte, oh, alles durch. Ich guck, das geht eigentlich. Ne? Problem ist aber nur, dass mit diesem Auto in jeder Ecke Unterbodenschutz untergeschmiert wurde. Heißt, ich habe mir gerade den Hammer genommen und habe mit dem Hammer einfach den ganzen Wagen, den ganzen Schwellerbereich, alles abgeklopft, von oben bis unten. Aber bin ich mit extrem viel Wucht, ich sag mal mittlerer Wucht, doppelt aber im Prüfer nimmt ungefähr dafür. Und da habe ich halt auch so ein paar Tätigkeiten gefunden. Das machen wir auf jeden Fall fertig. Und dann will ich mal hoffen, dass wir dann endlich unseren TÜV kriegen. Weil das ist ja, ne? Wie gesagt, das Auto hat sich nicht verkehrt. Was auch bemängelt wurde, ist dass der Bremsweg, der Pedalweg zu viel ist. Guck mal, pass mal auf, ich bremse jetzt. Ihr seht gleich, wenn er an der Knie geht. Das war gar nicht so viel, er bremst erst rein. Bremst wird immer noch okay. Das sind solche Sachen. Wie gesagt, haben wir gesagt, komm, dann fahren nach Hause, fahren wir woanders hin. Wir fahren normal hin, und dann sehen wir, was Phase ist. Auf jeden Fall, ich weiß, was Phase ist. Ich habe ein paar Mark gespart. Aber wenn ich die ganze Prüfung durchgezogen hätte, hätte ich auch einen vollen Preis bezahlen müssen. Man hat das schon richtig gehandelt. Gut ist das, ne? Achso, und die Einspritzdüsen soll falsch eingestellt sein, haben wir mal erzählt. Wenn ich jetzt die Düse mache, diese spritzen doch auf der Scheibe. Ah ne, eine, die spritzt daneben. Reicht doch. Naja, gut, der wurde auch ziemlich pingelig geprüft. Aber vielleicht ganz gut so, weil dann nämlich, wenn ich jetzt die ganze Menge alle beseitigt habe, dann kann ich wenigstens sagen, der Bus, der ist wirklich gut. Wenigstens TÜV-technisch. Rosttechnisch dann. Und spachteltechnisch und was weiß ich was. Wie gesagt, das sieht ziemlich kacke aus, als der Spachtelkram. Aber wir machen den fertig. Ne, das war nur meine Message an euch. Ich versuche mal möglichst ehrlich zu euch zu sein, wie das so lief. Und hier, wir faken hier nichts und gar nichts, wie gesagt. Ich würde euch gerne einen Mängelbericht zeigen. Ich habe mal so einen Vorläufig gekriegt. Aber hier, wie gesagt, das ist das, was ich gesagt habe. So ein Spurschaumkorb links innen soll noch leicht ausgeschlagen sein. Das weiß ich auch noch nicht, ist aber nicht getestet. Probiere ich dann mal aus, mal gucken. Aber sonst, technisch okay. Ach, und die Scheinwerfer sind so hoch. Ja, egal, Jungs. Das war nur mal eben so ein Update von mir. Nicht wundern, das war das Video schon für heute. Weil hier, ich habe ein bisschen sehr viel im Ohr. Das stresst mich alles bis zum Gehen. Ich war gestern angepisst bis zum Gehen nicht mehr. Mit mir konnte man gestern gar nicht reden, so angepisst war ich gewesen. Ja, ich muss gerade hier alles machen, so einen Werkstattfahrten. Wir fahren jetzt gerade von Werkstatt zu Werkstatt. Und hier, das machen wir morgen nochmal. Und dann würde ich mal hoffen, dass der Bus dann übermorgen am Freitag bereit ist, dass man den prüfen lassen kann und dass er endlich seine Plakette kriegt, damit ich nächste Woche anmelden kann. Ob wir noch ein paar andere Kleinigkeiten machen können, Zahnriemen und was weiß ich alles, damit der nicht auf die Straße kann und ich endlich mit meiner Halle fertig werde. Das geht mir echt auf den Keks. Aber ich habe auch gesehen in den letzten Tagen, dass die Videos ziemlich dunkel waren. Die Kamera, die ich jetzt habe, diese kleine Sony, die kann da nicht mehr gut um. Ich denke mal, ich werde bald wieder eine andere Kamera kaufen. Die ist irgendwie nichts. Also die ist schon okay, aber nur bei hellem Wetter. Jetzt gerade wieder top. Will top, aber wenn es dunkel wird, habe ich verloren. Und keine Sorge, das nächste Schweißvideo vom Bulli, der wird auf jeden Fall ein bisschen heller sein, weil ich habe die gute Lampe wieder gefunden. Ich will noch einen Scheinwerfer kaufen. Vielleicht kaufe ich den gleich sogar noch einmal. Gucken. Nehmen wir gleich. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bleibt mir treu, wie gesagt, das ist momentan gerade eine schwere Zeit für mich, die mir selber, für mich selber sehr nervenaufreibend ist. Aber ist mal so ein Problem, wenn du Zeitdruck hast und TÜV haben willst. Und du willst ja gerne innerhalb des Zeitraums der 5-Tages-Kennzeichen machen, damit ich für diesen Kennzeichen auch was gehabt habe. Ne? Das Auto in die Farbe rein ist. Gut, dann bis zum nächsten Mal munter. Und ja, danke für euren Support übrigens. Auch in den Kommentaren oder was, ne? Ja, haut rein. Ciao.